Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich bin heute bei Bernd zu Gast. Moin Bernd. Hallo Jens. Und Bernd hat ein Model 3 Long Range, Baujahr 2000. Modell 21. 21, also noch gar nicht so alt. Aber der Bernd, der möchte sein Fahrwerk wechseln. Ja, das ist interessant, weil normalerweise kennt man das ja nur von Model Y-Besitzern, dass die unglücklich sind mit dem Fahrwerk. Jetzt möchte Bernd bei einem quasi neuen Model 3 das Fahrwerk austauschen. Und das interessiert mich jetzt. Warum, wieso, was kostet das, wie geht das überhaupt und was sind die Vor- und Nachteile und vor allem, wie fährt es sich vorher und nachher? Und das klären wir in diesem Video. Wird total interessant, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, Bernd, erzähl mal, wieso willst du hier dein Fahrwerk wechseln? Ist das so schlecht oder hast du irgendwie eine bestimmte Vorstellung? Es ist nicht schlecht, aber mir ist es jetzt aufgefallen, ich habe wieder mehr Präsenztermine bei den Kunden, fahre jetzt auch mehr Autobahn und da merke ich, dass eben so diese Querfugen, dieses Stuckelige, sage ich mal, und passt eigentlich überhaupt nicht zu dieser totalen Ruhe in diesem Auto. Also mit anderen Worten, ist es dir zu hart oder was bedeutet das? Holprig ist, glaube ich, das richtige Wort. So diese kurzen Querfugen, das schlägt so durch. Das passt eigentlich nicht zu diesem für mich komfortablen Auto. Und jetzt habe ich im Internet schon ein paar Mal gesehen, dass es Fahrwerksätze gibt, Tieferlegungssätze, bin ich eigentlich überhaupt kein Freund von, weil ich will nicht unbedingt tief und hart das Auto haben, aber es soll da Federn geben, speziell von Eibach, habe ich gehört, die ja, mäßige Tieferlegung, aber eben auch mehr Komfort reinbringen, weil die Federn progressiv sind. Die also erstmal weich einfedern und dann erst härter werden. Genau, also die schwingen auch anders aus als das, was da verbaut ist, aber der Wagen wird dadurch ein bisschen tiefer gelegt. Hast ein du bisschen gesagt. Tiefer. Okay, und das gucken wir uns natürlich nachher an. Aber bevor wir die Federn dann umbauen lassen, das machen wir auch in Bremen bei einer entsprechenden Werkstatt, da fahren wir den Wagen jetzt mal, um mal zu schauen, also gerade ich, um mal zu sehen, wie fährt er sich denn vorher. Und wenn die Federn dann umgebaut sind, dann machen wir das gleiche nochmal, selbe Strecke und gucken mal, wie ich einen Unterschied merke. Das ist ja auch immer subjektiv, ne? Du kannst sagen, dir gefällt es total und ich sage, ich merke da gar keinen Unterschied. Das wollen wir mal rausfinden. Ja, das ist der Sinn der Übung. Also, los geht's. So, wir fahren jetzt hier auf meine Rütteltest-Strecke mit den vielen Gullideckeln, wo ich sowieso immer lang fahre, wenn ich mit dem Model Y fahre. Und das ist, finde ich, eine gute Referenzstrecke. So, ab hier geht's los. Das ist quasi ja, eine kleine Landstraße, wo sehr viele Gullideckel eingelassen sind und alle haben irgendwie so einen ganz blöden Absatz. Ja, das ist schon, also wenn ich das mit dem Model Y vergleiche, ist es ähnlich, aber beim Model Y ist es nochmal eine Spur härter, muss ich sagen. Und vor allem teilweise beim Model Y poltert es manchmal. Und das Poltern ist hier bei deinem Model 3 definitiv nicht. Mhm. Ja, da fehlt mir der Vergleich. Also ich würde sagen, das Fahrwerk hier von deinem Model 3 im Vergleich zu meinem Model Y fühlt sich auch hart an, aber nicht unangenehm hart. Für meine Begriffe jetzt. Ne? Aber das empfindet natürlich jeder anders. Also so dieses Ansprechverhalten der Feder. Genau, die sind relativ straff, das ist richtig. Aber das Auto liegt ja auch relativ flach auf der Straße und ist ja auch hat auch einen sportlichen Charakter hier, so ein Model 3. Und jetzt sind wir hier nochmal auf einer Straße, wo es neben Gullideckeln auch noch sehr viel Asphaltschäden gibt. Ja. Ja. Also wir fahren gerade bei 40 km/h. Da jetzt noch schön mit. Ja, es ist hart, es ist sportlich, aber im Vergleich zum Model Y ist es besser, nicht so poltrig. Das muss ich einfach feststellen. So, und hier machen wir jetzt Schluss für heute, für den Test, das soll es gewesen sein. Und dann warten wir mal auf morgen, wenn du die neuen Federn kriegst. Ich bin mega gespannt. Ich auch. Und vor allem auch darauf, was das am Ende kostet. Ja, aber bevor es losgeht, ein Tipp für euch, wenn ihr eine Elektroautoversicherung sucht, dann schaut doch mal bei der Fair Finanzpartner OAG vorbei, mein Kanalpartner Stefan Hamsen. Die haben garantiert einen passenden Tarif für euch.
Ja, und jetzt sind wir hier bei der Protech GmbH hier mitten in Bremen und ihr baut hier das Fahrwerk um, beziehungsweise das Model 3 bekommt ja nur neue Federn. Jawohl. Und neben mir steht jetzt Tobias Thiemann. So sieht's aus. Moin Tobias. Moin. Schön, dass ich hier filmen darf. Kein Problem. Also du bist jetzt hier bald auch Miteigentümer oder Mitinhaber der Protech GmbH hier in Bremen. Jawohl, so sieht und, das aus. Und du hast jetzt hier das Model 3 und kannst du mal erklären, was machst du heute damit? Ich verbaue heute Eibach-Federn in dieses Model 3. Damit er ein bisschen tiefer ist, ein bisschen straffer fährt und ja. Also straffer fahren soll er ja nicht, er soll ja ein bisschen weicher Federn haben. Okay, also wie gesagt, die sind auf jeden Fall deutlich komfortabler danach. Also aber der Feder, das Einschwingverhalten ist... Korrekt, es ändert sich halt einfach. Beispielsweise in Kurvenlagen ist das Auto nicht mehr ganz so, genau. Ich nenne es jetzt mal träge, sondern ein bisschen dynamischer und halt trotzdem noch sehr komfortabel. Und der kommt jetzt ein bisschen tiefer deswegen auch. Genau, minimal. 2,5 cm, 25 mm. In dem Rahmen. Die Federn haben wir hier. Jawohl. Das sind diese Teile hier, Eibach-Federn. Ja, ich würde sagen, die sind ziemlich hart. ja, ich würde sagen, wir zeigen so ein bisschen, was du machst. Das dauert ja heute wie viele Stunden? Also ich schätze, dass wir 2,5-3 Stündchen wahrscheinlich. Aber ihr macht ja nicht nur Federn, sondern ihr macht auch Fahrwerke und ihr seid auch KW-Performance-Partner. Jawohl. Das heißt, bei der Protech GmbH könnt ihr nicht nur neue Federn bekommen, was natürlich viel günstiger ist, sondern ihr könnt komplett neue Fahrwerke einbauen, vorzugsweise natürlich KW. So sieht und das da aus. Habt ihr auch schon ein paar Teslas umgebaut? Oder ist das ja, wir haben insgesamt jetzt schon, ich glaube, das ist jetzt das dritte oder vierte Model 3 tatsächlich, was wir gemacht haben. Und wir haben in 2 Model 3 direkt auch ein KW-Fahrwerk eingebaut. Und ja, Kunden sind absolut zufrieden. Die Kunden sind noch zufrieden und das fährt noch. So sieht es aus. Also wir hatten ganz oft das Problem, dass die Kunden beanstanden, dass das Fahrwerk in gewissen Kurvensituationen einfach, wie gesagt, zu träge ist. Also das Originalfahrwerk. Genau, das Originalfahrwerk und dann in gerade Ausfahrten zu hart ist. Ja. Und diese KW-Varianten, da gibt es halt mehrere verschiedene von. Gibt es eine, die ist extra komfortabel dafür und ist halt in Kurven etwas stabiler, sage ich jetzt mal. Mhm. Und damit sind die extrem glücklich, weil es ist so, wie sie es haben wollen. Man kann es halt auch einstellen. Und Model Y würde auch gehen, das heißt, da hattet ihr aber noch keins. Haben wir noch keins da gehabt, aber... Ich denke, das sollte auch kein Problem sein. Ja, vielleicht kommt ja demnächst mal aus. Okay, dann wünsche ich dir viel Spaß bei der Arbeit. Wir beobachten dich so ein bisschen und fragen ab und zu nochmal nach, was machst du da gerade? Und dann gucken wir mal, ne, wie es am Ende aussieht. Alles so machen klar, wir das. Let's go. Perfekt. Okay, Tobias, die Federn, die Original hast du schon ausgebaut hier, ne? Nee, tatsächlich noch nicht. Die sitzen hier. Wo sind die denn? Lass mal sehen. Guck mal rum. Da sind die Federn noch. Ja. Alles klar. Ja, die sehen irgendwie kürzer aus als die Eibach-Federn. Oder täuscht das jetzt? Das täuscht tatsächlich. Gleich, wenn die entspannt sind, noch sind die ja gespannt hier durch den Stoßdämpfer, weil sie nicht nach unten weg können. Sehen wir aber gleich mal die richtige Länge. Also dauert noch einen Moment. Ich mache das jetzt so, dass ich hier unten die beiden Schrauben rausnehme. Dann können wir die Schwinge unten wegklappen. Und dann können wir ganz easy die Federn da rausnehmen. Dass sie ein bisschen kürzer sind und halt auch eine andere Windungszahl haben. Die sind auch vom Durchmesser her dünner, ne? Genau, genau, genau. Deswegen hat man halt eine etwas bessere Komfortabilität im Endeffekt. Brauchst du die jetzt gleich ein? Genau. Ist halt darauf zu achten, dass hier oben die Anschläge auch wieder stimmen, damit sie halt keine Geräusche macht im Endeffekt. Ja. Hier unten solche kleinen Gummi-Nupsis dran. Das ist wichtig, dass hier unten auch wieder durchkommen. Diese und hier vorne kommt gleich auch einer. Und wie rum die Federn eingebaut werden, ist egal? Oder sind's eigentlich da achten wir einfach auf die Schrift. Dass die Schrift, die Schrift lesbar ist. Ja, genau. Also hier oben sieht man das von Eibach. Und hier hinten diese Endung, RA ist immer Hinterachse, Rear Axle. Und FA für Front Axle. Alles klar. Das ist das Einzige. Und wie gesagt, auf die Einbaulage, auf den Gummipuffern drauf achten, dass die auch vernünftig sitzen. Ich hole jetzt erstmal noch eine Schraubensicherungspaste. Und dann, wie gesagt, ich werde das gleich mit dem Getriebeheber ganz nach oben drücken. Das ist sozusagen wie, als würde das Fahrzeug auf dem Boden stehen. Ja.
eingefedert sein und dann ziehen wir die fest. Und dann ist er so komplett entspannt, wenn er auf dem Boden steht. Ne? Weil ab und zu werden Fehler gemacht, dass sie jetzt einfach festgeknallt werden und dann hat man nachher Knackgeräusche, die Buchsen gehen kaputt, also ein Kram. Ich mache jetzt hier ein bisschen Schraubensicherungspaste dran, einfach nur nochmal zur Sicherheit, dass sie sich auch wirklich nicht lösen. Jawohl, und das war die Hinterachse. So, was machst du jetzt? Jetzt habe ich mir gerade meinen Federspanner geholt, um jetzt gleich mal die Feder ein bisschen zusammenzudrücken. Und dann können wir hier oben das Domlager lösen, ohne dass uns das ganze Ding auseinanderfliegt. Weil hier schon ein bisschen mehr Bums drauf ist als bei normalen Autos. Jetzt löse ich hier oben die Mutter vom Domlager. Und du bist sicher, dass die dir nicht um die Ohren fliegt? Sicherlich. Also dafür haben wir extra den hier. Toll, toll, toll. Und hier sieht man halt auch einen deutlichen Unterschied tatsächlich. Ja. Auch wieder an der Gewindeanzahl, Durchmesser ist komplett anders und die allgemeine Länge. Und auch hier wieder darauf zu achten, dass die Schrift nach oben zeigt und nicht umgedreht ist. Passt an sich aber auch nur einmal. Ich habe meinen Kleiderschrank zusammengebaut und am Ende war das Logo von dem Hersteller genau auf dem Kopf. Dann habe ich ihn wieder auseinandergenommen und nochmal zusammengebaut. Jetzt schraubst du den Dämpfer hier am Domlager fest? Genau, was machst du gerade? Genau das. Einfach das Domlager sozusagen mit dem Auto wieder verbinden. Das sind hier oben die drei Schrauben. Und ja, damit ist das Ganze wieder zusammen. Tobias, seid ihr hier nur zu zweit bei euch im Laden? Wir sind tatsächlich im Moment nur zu zweit. Wart ihr mal mehr oder wollt ihr im Moment sagen? Er war tatsächlich alleine. Ich bin seit März dabei, also letzten Jahres. Und jetzt Ende dieses Jahres kommt noch ein Kollege. Dann sind wir zu dritt. Sucht ihr noch Leute oder seid ihr mit drei zufrieden? Nur erstmal drei reichen erstmal. Je nachdem, wie dann die Auftragslage ist. Im Moment ist sie sehr gut. Ja, du weißt ja, wenn ich das Video veröffentliche, dann könnt ihr euch nicht mehr retten. Ne? Alle wollen ihre Federn oder ihre Fahrwerke umbauen. Ich hoffe das. Und dann suchen wir natürlich noch Leute. So, Federn sind drin, jetzt baust du die Reifen wieder an. Jawohl. Das heißt, wir haben es jetzt 9:45, du hast so ungefähr, wann bist du angefangen? 9:30? 9:45? Ja, 9:45 kann man sagen. Also 2 Stunden für alles jetzt. Jawohl, das kommt ungefähr hin. Jo, warte. So, da sind wir doch. Da sind sie, die alten Federn. Da hat er ganz schön Federn gelassen. Ja, Tobias, hat ungefähr jetzt 2,5 Stunden alles zusammen gedauert. Bist du zufrieden? Gab es irgendwelche Probleme? Nö, an sich lief das alles wunderbar. Keine Probleme. Es funktioniert wunderbar bei dem Auto. Geht und relativ schnell. Und wenn ihr jetzt dasselbe vorhabt, ihr wollt vielleicht neue Federn oder gar ein KW-Fahrwerk, also die Federn, diese Aktion, Albach-Federn, was hat das jetzt gekostet komplett? Das kostet bei uns jetzt 650 Euro, so wie es ist, mit also Federn, mit Einbau. 650 Euro inklusive Einbau und allem, Achsvermessung geht noch extra, nehme genau, ich mal an. Genau.
Wenn ihr das vorhabt, ich habe in der Videobeschreibung hier unterhalb des Videos, da habe ich die Infos für euch, an wen ihr euch wenden müsst. Und wenn ihr meinen Code verwendet, dann bekommt ihr hier eventuell sogar noch ein bisschen Rabatt. Und ja, falls ihr das vorhabt, das ist hier der Laden, Protech GmbH in Bremen. Jawohl, kommt gerne vorbei. So, wir sind durch mit dem ganzen Thema. Und was sagst du, Bernd? Bist du erstmal zufrieden mit dem ganzen Ablauf? Ja, erstaunlich schnell. Ich dachte, das dauert den ganzen Tag, aber die sind da sehr professionell und zügig rangegangen. Also ich merke jetzt schon, wo wir kurz hier aus der Einfahrt raus sind und über die Schwellen gefahren sind, dass sich der Wagen total anders anfühlt gerade. Also wir fahren jetzt wieder dieselbe Gullideckelstrecke wie gestern. Und ja, bin ich gespannt. Also die ersten Meter, also subjektiv würde ich sagen, ist schon eine Verbesserung. Aber da sind erstmal nur 20 Meter gewesen und eine Schwelle. Warten wir mal auf die Gullideckel. So, gleich sind wir wieder bei unserer Gullideckelstrecke, wo wir dann den Test machen, ob sich gefühlt irgendwas verändert hat. Jetzt geht's los, hier ist unsere Strecke. So. Alles wieder mit. Ja, was meinst du, Bernd? Hörst du oder merkst du einen Unterschied bei diesen paar Gullideckeln, die wir jetzt überfahren haben? Ist da für dich schon was zu spüren? Also ich meine, dass es etwas weicher einfedert. Also nicht gleich hart ist, sondern erstmal so ein weicherer Federweg. Ja, doch, das konnte man jetzt ganz eindeutig merken. Da war gerade ein relativ tiefer Gullideckel. Und gleich kommen wir auf die schlechte Straße. Also, das merkt man jetzt doch deutlich. Das ist, ja. Jetzt merkst du es. Also, das ist ein deutlich weicheres Einfedern. Absolut. Und das ist auch nicht nur subjektiv, das ist ganz eindeutig. Und jetzt sind wir auf der schlechten Wegstrecke. Ja. Ja, viel weniger Vibrationen im Auto durch diese Schlaglöcher hier. Es wird besser weggeschluckt. Die Federn schwingen langsamer nach. Macht das Ganze dann träger. Ja. Also ich kann euch sagen, für diese 650 Euro bekommt ihr im Fahrverhalten von dem Model 3 eine deutliche Verbesserung, was den Federungskomfort angeht. Das kann man feststellen. Es ist überhaupt nicht mehr so ruppig oder ruckelig oder holperig, wie man das vorher hatte, sondern es ist jetzt doch deutlich abgeflacht, diese ganzen Spitzen. Das gefällt mir auch, muss ich sagen. Ja, Bernd, bist du zufrieden? Ich bin es ja noch nicht gefahren, aber so auf Beifahrerseite fühlt sich das schon erheblich besser an. Ich habe das Gefühl, dass das Ganze weicher einfedert, ja, und erst später stramm wird, während das alte Fahrwerk von Anfang an stramm ist. Mhm, genau. Ja, also das Einfederungsverhalten ist besser. Ja, wir sind jetzt nur eine kurze Strecke gefahren hier mit aber sehr vielen Schlaglöchern und eben Gullideckeln. Und da war bei uns beiden im Prinzip die Meinung eindeutig, es ist viel besser als vorher. Das heißt, diese Investition hat sich für dich gelohnt. Und wie gesagt, wenn ihr auch Bock habt, euer Model 3 oder auch euer Model Y ein bisschen, was den Federungskomfort angeht, zu verbessern, ohne gleich ein ganz neues Fahrwerk zu kaufen, ja, mit 650 Euro seid ihr dabei. Links zu der Firma Protech GmbH findet ihr in der Videobeschreibung. Und vergesst nicht dann, mich als Move Electric als Code anzugeben. Dann ist das für euch mit Sicherheit nicht von Nachteil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke, Bernd, dass ich dich begleiten durfte. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal. Würde mich tierisch freuen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Tschüss.